Laufe ich hier richtig? Alter, dieses Laden! Was ist denn da verkehrt? Warum lädt er denn so beschissen? Wir gehen immer tiefer. Das ist nicht die feine Englische. Kein Benzin, Mann! Ich kann nichts nehmen. Kannst du hier... Nimm das! Ich muss erstmal zurück, oder was? Oh, Leute! Ich muss zurück, ich muss erstmal mein Inventar leer machen. So, das machen wir aber slow and steady. Weil jetzt werde ich definitiv nicht mehr rennen. Weil ich glaube nämlich, dass das Licht, nämlich das Monster echt gut weghält. Wirklich? Erstmal speichern. Oh, lecker mio. So, jetzt packen wir erstmal alles Unnötige hier rein. Und zwar alles. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht hier. Komm hier, schmeiß rein. So, ich brauche die Lampe, ich brauche die Pistole. Brauche ich die Pistole wirklich, ist jetzt die Frage. Weil schießen... Ich meine, er wird ja langsamer, wenn wir auf ihn schießen. Ne? Das haben wir ja herausgefunden. Wir können ihn zwar nicht töten. Super. Aber er wird langsamer. So. Soldiers Quartier. Prison. Ja, wir müssen halt ins Soldiers Quartier, ne? Wie gesagt, aber wir haben ein hartes Problem mit Benzin. Und zwar ein richtig hartes Problem. Okay, komm, wir probieren's. Wir gehen in das Quartier von den Leuten. Machen das Step by Step. Oh, Baby. Jetzt fange ich an zu singen, ey. Das wird richtig schlimm. Wenn ich anfange zu summen, zu singen oder sonstiges, dann ist bei mir... Dann bin ich sehr... Sehr nervös. Wir müssen jetzt vor Sprengfallen uns in Acht nehmen. Attention. Stromversorgung. Achtung, die Stromversorgung in diesem Teil der Anlage ist in Reihe geschaltet. Wird der Strom in einem Bereich der Kette abgeschaltet, betrifft das auch die nachfolgenden Bereiche. Geil, Reihenschaltung. Wer mag's nicht? Abschaltungen sollten nur im allergrößten Notfall vorgenommen werden. Zum Beispiel, wenn ich das sage. Streiche und Unfug werden umgehend Reinhardt gemeldet. Vorarbeiter Stafford. Reinschaltung, Alter, wer... Also im Bunker, warum? Also ja doch, macht irgendwo Sinn. Muss man ja sagen, im Bunker... Ne, wenn man quasi den einen Bereich ausmacht, dass alle dahinterliegenden auch ausgehen zum Schutz... Macht schon irgendwo Sinn. Irgendeine Art und Weise. Natürlich brauche ich dafür einen Schlüssel. Aus dem Security Room. Lass mich raten. Was ist da hinten? Was ist das? Schlimme ist, ich höre den jetzt gar nicht mehr grummeln. Das gefällt mir noch weniger, als wenn der eben halt grummelt, wenn ich hier meine Batterien auflade oder so. Das sind Ratten! Warum kann ich denn nicht diese Gaskanister nehmen?
30. April 1916. Endlich haben die Pioniere geantwortet. Der Stab vermutet neben unserer Stellung alte Tunnel aus der Römerzeit. Sie sollen heute Abend geöffnet werden. Der Stab hofft, sie für einen Überraschungsangriff nutzen zu können. Aber wen soll man so überraschen? Es herrscht Krieg. Wir alle leben in ständiger Erwartung eines Angriffs. Trotzdem bin ich neugierig auf die Tunnel. Ein kleines bisschen Antike wäre meinem Geiste eine willkommene Abwechslung von den täglichen Schrecken des Krieges. 9. Mai 1916. Kann ich eigentlich hier einfach runterziehen? Geht das auch? Ja. Die Offiziere haben mich heute mit einem recht unerwarteten und eigenartigen Geschenk bedacht und mir uralte Texte aus dem römischen Tunnel übergeben. Anscheinend ist ihnen mein Interesse zu Ohren gekommen. Natürlich habe ich die Schriftstücke in meiner Obhut genommen. Auch wenn sie meines Erachtens für einen grässlichen Ort wie diesen viel zu anfällig und wertvoll sind. Zierliche Hände und gelehrte Geister sollten sich ihrer annehmen. Trotzdem bin ich neugierig. 5. Mai 1916. Heute Morgen ist Ackerman seinen Verwundungen erlegen. Ich kannte ihn nicht besonders lange, aber er war hier einer meiner engeren Freunde. Ich hoffe, der Himmel öffnet ihm seine Pforte. Um mich abzulenken, habe ich mich mit den Texten befasst. Zu meiner Bestürzung musste ich feststellen, dass ich nicht römischer Herkunft bin. Surprise, surprise. Sie sind zwar auf Latein oder einer eng damit verwandten Sprache abgefasst, weisen inhaltlich aber keinerlei Bezüge zu mir bekannten römischen Kultur irgendeiner Epoche auf. Die Texte scheinen religiöser oder zumindest abergläubischer Natur zu sein. Immer wieder ist die Rede davon, in die jenseitige Dunkelheit vorzudringen. Außerdem steht da etwas über Sicht. 13. Mai 1916. Habe nicht geschlafen, muss das hier zu Papier bringen. Es handelt sich tatsächlich um religiöse Texte. Ich weiß nicht, welches antike Volk sie niedergeschrieben hat, aber es scheint davon überzeugt gewesen zu sein, einen Weg zur Unsterblichkeit entdeckt zu haben. Um diese zu erreichen, mussten seine Angehörigen sich Zugang zu einer anderen, finstereren Welt verschaffen. Beherrscht wurde sie von... Was? Mutti, hat der Melli ein Abo geschenkt. Danke dir, Mutti. So, dann muss ich den Satz aber nochmal anfangen. Um diese zu erreichen, mussten seine Angehörigen sich Zugang zu einer anderen, finsteren Welt verschaffen. Beherrscht wurde sie von, die verwendeten Worte weiß ich weder zu deuten noch zu übersetzen. Sie wurde eben von irgendetwas beherrscht. Angeblich wimmelte es in dieser dunklen Welt vor Geistern und Monstern. Unablässlich sollen peinliche Schreie und kränkliche rasselnde Atemgeräusche sterbender Seelen in der Luft gelegen haben. Dafür benutzten sie die Tunnel. Für sie waren sie ein Portal, das in eine heidnische Hölle führte. Die Texte geben zahlreiche wilde Geschichten wieder, die sich um blutige Orgien, sadistischer Geister und der grauenhaften Dinge drehen, die diese Männer und Frauen einander antaten, um die Finsternis zu huldigen. Sie berichten ausführlich von einer Substanz, die den Würdigen in der Finsternis angeblich eine Art Unsterblichkeit verleihe. Ich muss heute Nacht auf Patrouille gehen und vorher etwas schlafen, aber anschließend befasse ich mich weiter mit dieser Sache. Ja, blutige Orgien. Klar, wer kennt's nicht? Römische Reich. Also Orgien bekannt im Römischen Reich, aber blutige Orgien... Ja, möglich? So, wir sind immer noch auf der coolen Suche. Also, machen die eigentlich was oder rennen die jetzt einfach nur weg, wenn ich denen näher komme? Also, ich hoffe, dass sie nur wegrennen. Okay. Macht, was ihr wollt, ist mir egal. Wir haben hier oben noch eine Notiz. Wir wirbeln und wirbeln die Welt herum. Im schrecklichen Wirbel kommt sie um. Vor lauter Rauch sehe ich die Sonne nicht mehr, den Boden bedeckt ein riesiges Leichenheer. Sehe weder Meer noch Strand, knie hier, bin außer Rand und Band. Und sinnige Fröhliche mein Lied, wir wirbeln und wirbeln die Welt herum. Im mitreißenden Wirbel kommt sie um. Geh noch weiter. Ein Knurren in der Dunkelheit, im Park ergreift mich Traurigkeit. Erinnerung gemeißelt in Stein, ein Pferd ohne Scheuklappen leidet Pein. Eines Kind leere Hand, eines Freundes beflecktes Armband. Stummes Papier im Zeitungsstand. Und ich singe fröhlich mein Lied. Wir wirbeln die Welt herum. Im blutigen Wirbel kommt sie um. Wie sieht sie aus? Die nächste Wende. Vielleicht beschert sie uns irgendein Ende. Wahrscheinlich aber nur einen weiteren Pfiff. Magie hat den Menschen fest im Griff.
Wir können bloß weiter singen. Wir wirbeln die Welt herum. Alles geht unter, doch wir wirbeln weiter herum. Schönes Gedicht. Also, jetzt inhaltlich vielleicht nicht so, aber auf jeden Fall ein Gedicht. Verstecken. Alles cool. Aber nein. Nix cool. Also. Ja, danke, Herr Junger. Für diesen Mario Fail. Ja, scheiße. Also. Ich habe jetzt zwar da die ganzen Sachen, ne, und so gelesen und gefunden. Kein Benzin. Ich hab nichts. Ist hier irgendwas respawn vielleicht? Also. Das wäre schön. Aber ich gehe nicht davon aus. Natürlich ist hier nichts. Shit. Ja, das ist, wenn man natürlich ein bisschen Zeit vergoldet, ne? Und dann ist halt ne Benzin auf einmal weg. Wupsi wups, eins aus dem Haus, raus aus dem Haus. Okay, finden wir vielleicht noch irgendwo. Was ist das hier? Ist das Benzin? Nee, das ist der Zünder. Haben wir hier noch irgendwie Benzin? Irgendwas? Kann ich hier in eine Kiste gucken? Nein. Es muss doch noch irgendwo Benzin geben. Das kann mir doch keiner erzählen, dass drei Kanister und Ende im Gelände. Hat sich wieder heimlich in den Stream geschlichen, Dave. Ja, Dave hat sich aber angekündigt. Der hat vorhin extra einen Alert abgespielt zur Ankündigung, dass er da ist. Okay, wir müssen nochmal ganz kurz wirklich hier hinten gucken, ob wir hier irgendwo noch Benzinkanister gefunden haben oder so. Damit wir die Quartiere irgendwie ordentlich durchsuchen können. Habe ich hier irgendwo irgendwas übersehen? Also würde mich halt nicht wundern. Also ich habe zumindest Notizen übersehen anscheinend. So, die lesen wir uns jetzt erstmal wieder durch, weil es so schön ist. 14. Juli 1916. Leichnam von Ufts Reinhard. Zahlreiche Einwirkungen scharfer Gewalt. Tach, was? Thoraxhöhle in Fetzen gerissen. Bitte, was? Jede einzelne Rippe gebrochen. Offener Schädelbruch, verursacht durch Mehrfacheinwirkung stumpfer Gewalt. Wer hat ihm das angetan? What? Ja. Haben wir hier vielleicht noch Benzin? Nein. Aber hier sind wir ja noch sicher. Hoffentlich. So, hier ist ein Schränkchen. Den kann ich immer noch nicht aufmachen. Das ist halt richtig ärgerlich. Guck mal, war hier Benzin? Hier hinter? Kann ich das wegräumen? Nein. Schade. Ey, wirklich, ein Kanister. Es würde mir doch schon reichen. Dann könnte ich da runter YOLOn und einfach mich ein bisschen mehr umschauen. Aber so gar kein Kanister ist halt kacke. Ja gut, da kann ich jetzt so lange raufdrücken, wie ich will. Solange der Generator nicht läuft, ist halt vorbei. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Scheiße. So, und zu laut sein darf ich auch nicht. Ne, weil ansonsten mache ich mich ja wieder aufmerksam. So, hier hatten wir eigentlich auch nichts. Ne? Also hier haben wir, glaube ich. Ja, hier hatten wir schon alles durchsucht. Hier wird er nicht sein. Nein, 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 nein. Ich muss echt vorsichtig sein mit Geräuschen. So, jetzt kann ich es bestimmt machen. Oh, Chat, habt ihr vielleicht noch eine Idee, wo ich gucken könnte? Ich meine, hier liegt Benzin. Kann ich das irgendwie aufsaugen mit so einem Strohhalm? Ich weiß es halt nicht. Ich würde alles machen.
Warte mal, wo renne ich denn jetzt eigentlich hin? Maintenance. Maintenance ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn diese Ladezyklen nicht wären. Leck mich. Leck mich am Arsch. Rats, keep out. Ja, aber hier sieht aus, als ob das ein... Soll ich das hier öffnen? Patrouilliert der davon? Also was krass wäre, wäre, wenn Amnesia das so einbaut mit Mikrofon, ne? Das wäre für die Streamer, wäre das Horror schlechthin. Nimm mit. Nimm mit. Wir müssen jetzt hier irgendwie wieder rauskommen aus der Nummer. Nein! Lass mich in Ruhe. Nimm diese Notiz, ich will es lesen. Also ich hoffe, dass wenn die Notiz da ist, dass wir erstmal safe sind. Ist gar nicht unangenehm. Ist... Was? Ist der Fort. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Ratten sich hier unten neuerdings irgendwie verändert haben? Ich schwöre, seitdem dieser Tunnel geöffnet wurde, sind die Viecher noch hässlicher geworden. Irgendwie verkrüppelt oder so. Und eindeutig angriffslustiger. Ich bin doch nicht verrückt geworden, oder? Ja. Da müssen wir Melly holen, die mit ihren Hundis die Ratten wegmacht. Maybe. Geht der jetzt in jeden Raum einzeln rein? Und sucht nach uns? Hey, wait. Hey, Chat. Hey, Benchki. Mach doch nicht so eine Sache jetzt hier. Du passt dich aber... Unser Community echt schnell und gut an, muss ich mal sagen. Also ist er. Okay, er ist jetzt ganz weit da hinten. Mach doch nicht sowas! Der Eve! Ist er schlimmer als der Vater? Wo ist der überhaupt gewesen? Der Vater, der war schon lange nicht da. Okay, Ladezyklus, ich bin auf dem richtigen Weg. Fuck. Moment. Ey, ihr macht doch wirklich... Why? Freunde, why?
Ich hab Schiss. Scheiße, hier ist mein Administration. Hey, hier, guck, hier ist Licht. Fickt euch. Du kleiner, miese Ratte, Alter, für dich nehme ich die Kugel hier, du Ficker. Entschuldigung, meine Wortwahl. Ich weiß, war nicht cool und war völlig unnötig, weil war meine letzte Patrone, die ich hatte, aber... Das musste jetzt sein. Alter Falter, das war jetzt echt... Okay, wir haben einen Verband genommen, der unsichtbar war. Cool. So, wir machen jetzt erstmal den Generator wieder an. Meine Fresse, ey. Und wenn wir den Generator anhaben, dann machen wir uns instant auf den Weg Richtung Quartier. Um da drinnen irgendwie alles zu erkunden. Kanister und der ist auch nicht mal zur Hälfte gefüllt. Guckt euch das an. Empty. Full. Da ist die Hälfte. Okay. Wir saven ganz kurz. So. Jetzt geht's ab hier. Jetzt, Freunde. Jetzt. Wir gehen nicht ins Prison. Wir gehen ins Maintenance. Nicht ins Maintenance. Wir gehen in das Quartier. Und zwar super schnell. Hier kommen wir nicht rein. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ja, hier hatten wir ja das Ding mit in Reihe geschaltet, ne? Ja. Ich erinnere mich. Okay. So, der ist jetzt an. Das heißt, wenn das Viech ein so ein Ding ausmacht, habe ich ein Problem. Weil in Reihe geschaltet heißt halt, ne, ist vorbei dann. Okay, da ist eine Falle. Hier war ich vorhin, da war der dann drinne. Oh, guck mal, hier sieht er gemütlich aus. Nochmal Munition. Keine Ahnung, irgendwie eine Flasche. Ein Bild. Schauen wir uns mal das Bild an. Da machen sie ein bisschen Party, die Franzosen, ne? Schön mit der Flasche Wein. Ne? Singen den schönen La Pomme Rouge. Obwohl, nee, das war ja mein Kampfschrei. Pomme Rouge! Du musst dazu wissen, ich kann kein Französisch. Wirklich gar nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist La Pomme Rouge. Und warum? Wegen Hand of Blood. So, hier komme ich nicht rein. Why? Why is it so? Ja, dann nehmen wir doch mal hier was schwer ist. Was ist denn hier schwer? Kann ich dich nehmen? Ich dachte, hier wäre noch was drin. Hä, was habe ich denn jetzt genommen? Stück Holz. Wait. Kann ich das und das verbinden? Ich hab so eine... Aber ich hab kein Feuerzeug. Wie kann ich das denn jetzt entflammen? Im Notfall hält die Fackel auch eine einfache Fackel die Dunkelheit und hält kleine Aaswasser und Raubtiere fern. Ja? Zum Benutzen ist ein Feuerzeug erforderlich. Gut, dass wir ein Feuerzeug haben. Nicht! Kann ich die Tür damit einschlagen hier? Natürlich nicht. Große Frage, haben wir hier irgendwas Schweres? Was wir jetzt mitnehmen könnten? Benzin! Geil. Nimm ich mit. Was ist das hier eigentlich? Hier ist ein Inventar voll. Was bist du denn? Eine Leuchtfackel. Komm mal her. Wie leuchtest du denn? Zeig ich mir mal. Ist schön. So, jetzt haben wir hier noch eine Dings mitgenommen. Eine Notiz. 5. Mai 1916. Johannes Nikolai und Amanda Nikolai. Liebstes Weib. Danke für das Paket. Ich spare mir die Schokolade für einen besonderen Anlass auf. Das Foto trage ich immer nah an meinem Herzen. Mein letztes Gefecht ist mittlerweile Wochen her.
Aber im Bunker greift eine neue Angst um sich. Letzte Nacht wachte ich fröstelnd auf. Aus den Tiefen des Bunkers drang ein seltsames Geräusch. Eine Art Stöhnen oder Schreien. Vielleicht war es auch ein Heulen. Ich ging der Sache nach und stand plötzlich am Eingang zu römischen Tunneln. Das Geräusch kam aus ihrem Inneren. Ich wagte es nicht, Licht zu machen und nachzusehen. Zu groß war meine Furcht vor dem, was ich hätte sehen können. Und dann raste ich in der Dunkelheit ein dumpfes Donnern auf mich zu. Eine Gestalt tauchte aus dem Schatten auf. Ich griff nach meinem Revolver, um gegebenenfalls schießen zu können. Es war Toussaint. Er war ebenfalls aufgewacht, aber im Gegensatz zu mir hatte er es gewagt, die Tunnel zu betreten. Er sagt, dass er dort etwas gesehen habe. Wir standen vor diesem Schlund und lauschten. Das Heulen entfernte sich von uns. Es zog sich an einen anderen Ort zurück, den ich mir nicht ausmalen will. Vielleicht haben wir den Verstand verloren, aber da unten ist etwas. Toussaint will mir nicht verraten, was er gesehen hat. Bitte schreib mir bald wieder. Ich liebe dich, Johannes. Ja. Ja moin. Ja moin. Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Ibims, ein Lauch. Du wurdest verwundet. Sei auf der Hut, wenn du hinterlässt eine Blutspur, die bestimmte Kreaturen anlocken können. Ja. Um zu wissen, wir rennen jetzt trotzdem nach Hause. Also wir rennen jetzt Richtung Administration. Ist mir egal. Was war das? Falsche Richtung. Falscher Eingang. No. No. Ist mir egal. No. Nein. Lass es. Okay, was ist das hier für ein Schlüssel? Funkraumschlüssel. Öffnet die Tür des Funkraums. War ich nicht gerade in der Nähe vom Funkraum? So, wir verbinden uns jetzt erstmal wieder. Gucken ganz kurz auf die Uhr. Okay, wir kippen jetzt nochmal ein bisschen Benzin hinterher. Geh mal her hier. Das ist ein Tropfen auf dem Heißen. Also wirklich, das ist das. Nee. So, Funkraum. Wait a sec. Communications, genau. Communications. Scheiße. So, hier unten war aber das Viech. Das hört sich hier alles nicht so gut an. Genau da vorne ist der Funkraum. Okay. Take the key und put it in there. Okay. Hallo? Ja, hier gibt es wieder tolle Sachen zu lesen. Oh, Benzin. Sehr gut. Benzin nehme ich immer mit. Wie viel Platz haben wir noch? Zweimal. Ich würde mich erstmal umschauen und hier die einzelnen Notizen erstmal lesen, bevor ich jetzt noch die Heilmittel da nehme. Bevor wir uns da wieder irgendwie zu viel haben. Weil ich hoffe, dass ich vielleicht noch irgendwo Benzin finde. Vielleicht. So, an Schutz Farber. Ich war dabei, als sie deinen Freund Neuer aus den Tunneln geholt haben. Er hatte stundenlang geschrien, ehe man ihn ausfindig machte. Selbst als er auf der Trage festgeschnallt war, versuchte er noch zu schreien. Doch seine Kehle entwich bloß einem grässlichen Krätzen. Ach du Scheiße. Alle Pioniere haben da unten Dinge gesehen, ich ebenfalls.
Wir zwei sollten uns mal darüber unterhalten, was zu tun ist. Sag Bescheid, wenn es dir passt. Usain. Okay. Wir haben noch eine Notiz. Papa ist tot. Wahnsinn. Chaos. Wir waren in der Messe. Alles. Nee, nochmal. Von vorne. Warte, kurz. 1, 2, 3. Wir waren in der Messe, als es direkt hinter Boys Rond aus den Schatten hervorbrach. Aber Faber war da. Und er war vorbereitet. Er stürzte sich praktisch auf dieses Ding. Und er erschoss es. Er zielte einen Volltreffer. Das Ding zog sich zurück. Wir hielten es für tot. Aber dann, keine 10 Minuten später, kam es zurück und holte sich ihn. Er hörte ihn schreien. Er wurde in die Wand hineingezogen, betete um Erlösung. Und jetzt kann ich wieder hören, wie es sich bewegt, wie es näher kommt. Wir müssen jetzt weg, sonst erleiden wir alle sein Schicksal. Ja, das ist not good. Warum habe ich das jetzt genommen? Ich wollte doch eigentlich erstmal mich umschauen. Okay, hier ist der Funkraum. Ich höre hier halt nichts. Ach so. What the fuck? Ist das Kabel irgendwo unterbrochen? Nee, ist ja eine Reinschaltung. Pass auf, ich muss hier hin. Dein beschissener Ernst, ich muss jetzt da rein. Wie soll ich denn jetzt da reinkommen? LOL! Also, ich habe keinen Plan, wie ich da reinkommen soll. Deswegen sind Reinschaltungen eigentlich dann teilweise auch beschissen. Benzinkanister! Flasche, okay, können wir nicht mehr mitnehmen. Okay, cool. Cool, 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 cool. Okay, von den ganzen Sachen können wir nichts mehr mitnehmen. Wir rennen jetzt nicht. So, ich überlege mir jetzt mal. Ist die Frage, macht es Sinn, jetzt hier rüber zu springen und mal auszuprobieren? Komm, wir probieren es mal aus. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh no! Ey, jetzt brauche ich dafür einen Schraubenzieher bestimmt, um dass ich das hier irgendwie... Da ist noch eine Tasche, die ich nehmen könnte. Okay, haben wir hier noch Benzin. Wie sieht die Uhrzeit aus? Gar nicht so gut. Oh, das ist... Okay, nee. Komm, wir gehen direkt zurück. Wir rennen auch. Ist mir scheißegal, wir rennen jetzt. Also ich hab echt... Nein, ist mir völlig egal. Wir rennen jetzt zurück. Bunkern erstmal ein paar Sachen ein. Haben wir eigentlich unendlich Ausdauer? Also, wäre cool. Okay, erstmal saven. Saven.